Speedfreak ist, sie lebt in einer Zeit, wo PETA an der Macht ist und wo Tierversuche auf Todesstrafe verboten sind. Und das gibt natürlich neue Arbeitsplätze und da kommt Susi ins Spiel, sie ist quasi die Laborratte. Und eines Nachts, also kurz vor Feierabend, nimmt sie einen mysteriösen Trank, wo auch der Professor Schnork nicht wusste, was das ist. Professor Schnork ist der Arbeitgeber. Und als sie den trinkt, hat sie so viel Energie, dass sie es durch die Wand haut und ist fucking unstoppable. und was sie in der Außenwelt erlebt, das habe ich somit vertont. Das ist Susi Speedfreak. Aber Moment, da gibt es nämlich ein kleines Piano-Intro dazu. So, als ob Debussy das geschrieben hätte.